Die Spielvereinigung Unterhaching ist in der aktuellen Saison der dritten Liga weiter unbesiegt. Am dritten Spieltag erreicht Unterhaching beim Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen ein 2:2. Nach zwei Unentschieden und einem Sieg klettert Haching auf den vierten Platz. Am Samstag empfängt die Spielvereinigung Unterhaching den Tabellen-14. Hansa Rostock. In der German Football League geht es für die Munich Cowboys um die letzte Chance, die Playoffs zu erreichen. Nur mit einem Sieg im Heimspiel am Samstag gegen Frankfurt Universe bewahren sich die Münchner die Möglichkeit, in die Meisterrunde einzuziehen. Die Cowboys haben als Tabellensechster der Südgruppe 7 Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz. 4 Spiele sind es noch in der Hauptrunde für die Munich Cowboys. Für die Amateure des FC Bayern München gab es die zweite Saisonniederlage. Im Auswärtsspiel bei Hansa Rostock unterliegen die Münchner mit 1:2. Der Aufsteiger rutscht dadurch auf den 14. Tabellenplatz ab. Am 4. Spieltag treffen die Amateure des FC Bayern daheim auf den 6. Viktoria Köln. Die Leichtathleten der LG Stadtwerke München reisen mit einer 18-köpfigen Mannschaft zur Deutschen Meisterschaft nach Berlin. Größte Medaillenhoffnung ist Christina Hering, die bereits 4-mal den Titel über ihre Paradestrecke, die 800 Meter, gewinnen konnte. Auch in den Wurfdisziplinen gehören die Athleten der LG Stadtwerke zu den Podestanwärtern. In den Staffelwettbewerben über 4x100 Meter, im Hürdensprint und Hochsprung sind Top-Resultate möglich. In der Baseball-Bundesliga stehen die München Hard Disciples vor den abschließenden 2 Doppelspieltagen in den Playdowns. Die Disciples bestreiten noch 4 Heimspiele in der Abstiegsrunde. Am Samstag sind die Stuttgart Reds zu Gast. Eine Woche später kommen die Ulm Falcons. Die München Hard Disciples haben 16 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz und somit den Klassenerhalt bereits sicher.